Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial zum Train Simulator 2013. Heute werden wir mit RW-Tools hier zu sehen Rollmaterial in einer vorhandenen Aufgabe austauschen. Und ich habe RW-Tools schon mal geöffnet, das ist hier. Und wir kümmern uns heute um den Punkt Szenarios und wählen hier in der Liste Edit Szenarios aus. Und wir werden heute ein Szenario bearbeiten, was auf der Strecke Köln-Düsseldorf vorhanden ist, und zwar das S6 Evening Szenario. Ich markiere das hier mal blau und dann kann man hier auf der rechten Seite Edit Selected Scenario auswählen. Das dauert dann ein wenig, bis das geladen wurde. So, da ist es schon, und als allererstes mache ich immer einen Klon von diesem Szenario. Also ich kopiere das sozusagen, und sodass das Originalszenario nicht verändert wird, weil man das ja vielleicht auch nochmal spielen will, wie auch immer. Wir schreiben hier auf jeden Fall Virtual Railroads BR143EL Rob spielt. Also bei dem Namen könnt ihr euch richtig auslassen. So. Ja, wir klonen das Szenario jetzt hier unten mit dem Button Clone Scenario with New Name. Kommt hier noch eine Abfrage, ob wir nicht lieber hier so eine Zahl, einen Kreuz mit einer Zahl dran machen wollen. Nein, das wollen wir nicht. Wir machen jetzt einfach Continue. Und ja, hier noch eine Notiz, dass wir halt das Rollmaterial separat zum Abspeichern noch dann wechseln müssen. Das machen wir jetzt direkt. So, alles klar. Die Dateien wurden geupdatet. Und dieses Fenster müssen wir jetzt nochmal zumachen. Und dann fangen wir nochmal von vorne an. Szenarios, Edit Szenarios, dann Köln-Düsseldorf, dann das S6 Evening VR BR143EL Rob spielt. Speilt. Rob speilt. Ah, auch ein schöner Name. Ist ja scheißegal, was da für ein Name steht. Dann gehen wir hier nochmal auf Edit Selected Scenarios. Und warten ein wenig. Dauert dann immer ein paar Sekunden. So, ja, genau. So, in diesem Screen können wir verschiedene Sachen machen. Hier unten halt einstellen, was es für ein Szenario werden soll. Ich lasse das immer auf Standard-Szenario. Ich denke mal, man kann hier auch Free-Roam-Szenarios erstellen, aber habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung. Hier unten kann man das Wetter verändern. Ja, da kann man hier die verschiedenen Wettersachen aussuchen. Sind schon ein paar. Dann kann man hier die Jahreszeit aussuchen, also Sommer- und Wintertexturen sind ja anders, also im Winter liegt dann halt Schnee auf den Bäumchen und was auch immer. Ja, kann man sich halt dann auch überlegen, ob man Frühling, Sommer, Herbst und Winter haben will, was auch immer. So, zum Eigentlichen. Kehren wir jetzt zurück, und zwar wollen wir einfach nur die Lok austauschen von dem Spielerzug in diesem Szenario. Und das ist hier unten, wird es angezeigt, Current Driven Consist. Darunter wird immer angezeigt, was der Spielerzug ist. Und das ist S6 1812 Düsseldorf Köln. Der ist hier. Und da sehen wir schon, eine Aerosoft BR143VR hängt da vorne vor. Das ist die Lok. Und ja, jetzt müssen wir natürlich die Lok, die wir austauschen wollen. Also das hier ist ja die auszutauschende Lok. Und gegen was wir das austauschen wollen, müssen wir jetzt noch suchen. Und zwar haben wir hier die Railworks-Ordnerstruktur. Da gehen wir hier in den Assets-Ordner. Und hier sind alle Provider aufgelistet. Da wollte ich jetzt nicht hin. So. Und da müssen wir hier relativ weit runter, weil ich möchte ja von Virtual Railroads eine BR143 da reinstellen, sozusagen. Ja, dann nehmen wir hier den Virtual Railroads-Ordner. Nehmen die BR143 SBRE. Und selektieren hier oben Electric und gehen dann auf den Button Find Available Rolling Stock. Drücken dann drauf, das dauert dann ein, zwei Sekunden. Und dann findet der in den Unterordnern dieses Ordners dieses Fahrzeug, die BR143 RSBRE. Die markieren wir auch. Und dann
drücken wir diesen Button hier, Swap Selected Items. Und das machen wir jetzt einfach mal. Zack. So, das wurde abgedatet. Das war die Meldung dafür. Man sieht auch, die zwei Logs sind jetzt gleich. Alles klar. Mission erfüllt sozusagen. Wir speichern das mit dem Button Save Changes to Scenario. Ja, die Files, die Dateien wurden abgedatet. Das ist die Meldung dazu. Da drücken wir OK. Und jetzt kann man in RW-Tools noch, ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig ist, aber Clear Railworks Temp-Verzeichnis, das sollte man immer mal machen. Das ist so, wie wenn man im Spiel unter Spieleinstellungen Werkzeuge Clear Cache macht. Das machen wir jetzt auch mal. Da sind nämlich immer irgendwelche Blueprints drin. Dann machen wir hier Delete All. Zack. Und alles ist weg. Ja. Das ist das Ende des Tutorials, würde ich sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare unter das Video schreibt oder wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Ja, das würde mich sehr freuen, wenn ihr Feedback gebt. Und ich verabschiede mich. Der Rob sagt Tschüss.